Danke, Kollege Schalauske. Für die Fraktion der CDU spricht der Kollege Michael Reul. Bitte schön, was möchten Sie mitteilen, Herr? Ja, ich möchte gerne noch einmal festhalten, dass dieser letzte Begriff, auf wen auch immer hier gemeint war, das lässt sich interpretieren. Aber ich denke, wir haben es alle ziemlich klar verstanden, dass das im Ältestenrat besprochen wird. Ich fühle mich nicht angesprochen und deswegen ist das eine Diffamierung unterster Schublade. Und ja, Herr Kollege Lambrou, also ich habe den Begriff parlamentarischer Arm des Rechtsradikalismus oder so ähnlich gehört, des Rechtsterrorismus gehört, Herr Kollege Lambrou. Er hat es aber nicht in Bezug auf die AfD gesagt. Diesen Bezug haben jetzt Sie hergestellt. Ansonsten hätte ich da selbstverständlich. Ich bitte Sie abzuwarten. Ansonsten hätte ich das selbstverständlich gerügt. Wir können das gerne im Ältestenrat aufrufen. Wenn Sie das möchten, werden wir das auch tun. Aber wie gesagt, es war kein offensichtlicher Bezug zur AfD. Den haben Sie hergestellt. Und ansonsten hätte ich das selbstverständlich gerügt. Das Wort hat jetzt der Kollege Michael Reul für die Fraktion der CDU. Danke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Lambrou, auch wenn Sie den Saal verlassen, ich komme gleich zu Ihnen. Zu Beginn der Rede damit. Und zwar erstens weise ich die unsäglichen Angriffe gegen unseren Finanzminister zurück, die Sie vorhin in Ihrer Rede geäußert haben. Das war persönlich und unsachlich an dieser Stelle, und das lassen wir uns nicht bieten. Ihr Kollege hat dann in der Rede weiter fortgefahren. Das wurde nicht besser. Dort hat man klar gemerkt, dass Corona-Verweigerer hier in dieser Debatte natürlich nichts mit den Themen anfangen können, mit denen wir uns hier wirklich sehr intensiv gemeinsam beschäftigen und die wichtig sind für die Zukunft unseres Landes. Ihre Rede war eine Zumutung. Und wenn Sie behaupten, Nachtragshaushalte und Sondervermögen sind unnötig und überflüssig, dann frage ich mich, wo Sie in den letzten 3 bis 4 Monaten gelebt haben, ob Sie nicht gespürt haben, was in unserem Land war, und ob Sie nicht gespürt haben, dass wir ganz einfach den Menschen erst einmal in der Not geholfen haben und jetzt dabei sind, den nächsten Schritt zu gehen, dann auch nach der Abarbeitung der verschiedenen Lasten und Belastungen den Menschen auch wieder eine Zukunft zu geben und aufzuzeigen und verschiedene Impulse zu setzen. Wir wollen, dass Hessen weiterhin gut regiert wird, und da werden Ihre unsachlichen Angriffe uns nicht daran hindern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte ganz einfach, weil wir uns jetzt am Ende der Debatte befinden, noch einmal in Erinnerung rufen, in welch historisch einmaliger Situation wir uns eigentlich aktuell befinden und welche Lösungsansätze wir für die erfolgreiche Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft sehen. Sie wissen, wir befinden uns in der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab weitgehende Einschränkungen, umfangreicher Lockdown, der in einigen Branchen, ich nenne die Veranstaltungsbranche, Schausteller, Künstler, aber auch die Gastronomie, noch teilweise bis heute anhält oder deren Auswirkungen wir spüren. Es gab, wenn Sie sich zurückerinnern, am 12. März den größten Verlust im DAX, im deutschen Aktienindex, mit 12% an einem Tag. Das wurde danach dann noch weiterhin übertroffen in Gesamtverlusten von teilweise bis zu 50% im Bereich der Aktien. Teilweise, und die Märkte nehmen natürlich Entwicklung auch wieder vorneweg, haben sich auch die Werte wieder erholt und haben in einen Aufschwung sich hineinbegeben. Insgesamt haben wir 10 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Wir haben eine steigende Arbeitslosigkeit. Das ist zu bedauern, war aber an dieser Stelle auch leider zu erwarten. Wir haben einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von insgesamt 6,3% prognostiziert. In der Schuldenkrise von damals, in der Bankenkrise, in der Finanzkrise, hatten wir in der Spitze nur, ich sage nur, 5,7%, damit man auch einmal an den nackten Zahlen erkennen kann, wo wir sind und wie tief es hinein und runter geht. Einbruch des Luftverkehrs um 95%. Totalausfälle für Schausteller, Messen, Großveranstaltungen, Künstler und Musiker, Ausfälle für Gastronomen, für Hotels. Damit verbunden hohe Steuerausfälle für die öffentliche Hand, für die Kommunen, für das Land, für den Bund. Jetzt befinden wir uns in der Phase, wo wir langsam wieder den Weg hinausfinden aus der Pandemie, vorsichtig, bedächtig, besonnen.
So gestalten wir das Land Hessen und so gehen wir auch aus der Krise wieder gemeinsam heraus. Wir machen Lockerungen und wir wollen Impulse geben für die Wirtschaft und für die Kommunen, damit auch diese wieder in Schwung kommen können. Sie wissen, wir haben die Steuerschätzung im Mai gehabt. Dort wurden prognostiziert allein 3 Milliarden Steuerausfälle für dieses Jahr für das Land Hessen und weitere Steuerausfälle für die Jahre 21 bis 23 von insgesamt 3,4 Milliarden. Wir haben Prognosen für die Kommunenausfälle bis 2023 von 3,4 Milliarden. Dabei sind weitestgehend Gewerbesteuerausfälle, die die Kommunen ganz massiv drücken, die aber aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung leider absehbar gewesen sind. Wir haben weitere Steuerschätzungen im September und November, und wir sind da sehr gespannt, wie dort dann Zahlen uns gegenüber dargestellt werden, wie valide sie diese dann sind. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt reagieren, wir müssen jetzt Impulse setzen und wir müssen jetzt die richtigen Schritte gehen, um aus der Krise auch wieder erfolgreich herauszukommen. Dabei bieten wir Ihnen an einen Dreiklang als Lösung. Wir bieten Ihnen an, dass wir die Belastungen im Landeshaushalt abfinanzieren. Wir bieten Ihnen an, dass wir den Kommunen in ihrer ärgsten Not helfen und sie unterstützen, damit sie wieder auf einen guten Weg finden können. Und wir bieten Ihnen auch drittens an, konjunkturelle Unterstützung der Kommunen und auch der Wirtschaft, um die wichtigen Impulse zu setzen, die wir ganz einfach dringend auch dann benötigen. Unser Land ist handlungsfähig im Interesse der Kommunen. Wir wollen auch weiterhin verstärken die Solidarität der Kommunen untereinander. Wir sind bereit, die Kofinanzierung für das Bundesprogramm darzustellen. Wir wollen die digitale Transformation und die Erfahrungen, die wir in der Corona-Krise dort gemacht haben, wollen wir dann umsetzen und in Schritte dann weiter nach vorne gehen. Wir wollen Impulse für die Wirtschaft und Kommunen setzen, und wir wollen nicht nur auf Sicht fahren, sondern wir wollen die Perspektive den Menschen in Hessen geben. Und deshalb bitten wir Sie auch, dem Sondervermögen zuzustimmen, unseren Weg gemeinsam mitzugehen, weil wir wollen jetzt transparent, planbar und klare Perspektiven geben. Wir wollen die Impulse gemeinsam mit Ihnen setzen, damit wir auch im Land Hessen wieder in eine gute Zukunft schauen können und uns gemeinsam auf diesen Weg machen können. Es ist ein wichtiges Signal für die Handlungsfähigkeit der Landesregierung und unseres Parlaments. Ein Sondervermögen ist transparent. Es ist klar definiert und es ist planbar für alle Beteiligten. Das Sondervermögen, und das wissen Sie, atmet nach unten. Die Kreditermächtigung beträgt 12 Milliarden Euro. Das bedeutet aber nicht, dass wir auch die 12 Milliarden Euro einsetzen müssen, sondern diese Kreditermächtigung gibt uns die Möglichkeit, die Folgen abzumindern, abzufinanzieren. Und gerade den Bereich der Steuerausfälle, der uns sehr drückt und der prognostiziert ist in einer fast unglaublichen Höhe, dafür Vorsorge zu treffen, diese auch abzufinanzieren und auch die verschiedenen Programme, die notwendig sind, von der Bundesebene und auf unserer Ebene dann auch dort finanziell darstellbar zu können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gemeinsam eine nachhaltige Entwicklung anstoßen und auch voranbringen. Ich halte es für eine wichtige Frage der Generationengerechtigkeit, dass die Landesebene, die kommunale Ebene zusammen die Finanzströme dann auch an dieser Stelle stemmen kann, die notwendig sind, in auch einem kommunalen Konjunkturpaket die Impulse setzen kann, die wir ganz einfach brauchen, um in eine gute Zukunft hineinzukommen. Dies verstehe ich unter Generationengerechtigkeit, und über die Finanzierung haben wir uns ja auch schon an dieser Stelle ausgetauscht. Ich glaube, generationengerecht ist es, wenn wir ein Vermögen in dieser Größenordnung über 30 Jahre abfinanzieren und nicht über 10 Jahre, was eigentlich unvorstellbar wäre in dieser Größenordnung. Aber 30 Jahre, das ist realistisch, mit steigenden Tilgungsraten und mit dem Aspekt, das ist ein wichtiger Punkt, wenn die wirtschaftliche Entwicklung wieder anspringt, dann ist es uns ja unbenommen, mehr als die vereinbarten Raten zu tilgen, wenn wir die Möglichkeit haben und es aus dem Haushalt darstellen können. Diese Möglichkeit ist unbenommen. Diesen Freiheitsgrad haben wir. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und deshalb ist der Vorschlag vollkommen richtig,
ein Sondervermögen zu bilden. Das ist klar, das ist transparent definiert und es sagt und drückt aus, was gemacht werden soll. Wir müssen jetzt handeln, damit die Chancen nicht verpuffen, sondern wir müssen sie mutig ergreifen und müssen sie umsetzen. Wir müssen jetzt handlungsfähig sein. Unser gemeinsames Ziel sollte sein, nach der Bewältigung der Pandemie und der Krise für die Zukunft des Landes Hessen auch wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und die Einhaltung der Schuldenbremse. Dies ist ein Ziel, von dem wir uns nicht verabschieden, sondern dies ist ein Ziel, was wir auch wieder anstreben nach der Bewältigung der Krise. Ich glaube, das ist selbstverständlich, und auch da sollte eine große Einmütigkeit herrschen. Wir haben es schon einmal bewiesen, denn im Rahmen des andauernden Wirtschaftsausschwungs nach der Finanzkrise ist es uns ja auch gelungen, mit der Schuldenbremse und mit der Tilgung von Schulden ab dem Jahre 2016 die Schuldenbremse einzuhalten. Laut Verfassung hätten wir sie erst seit dem Jahre 2020 dann einhalten müssen. Aber dort konnte niemand wissen, dass wir in die Pandemie und in die größte Not nach dem Zweiten Weltkrieg geraten. Deshalb will ich es an dieser Stelle betonen. Unser gemeinsames Ziel ist, den Landeshaushalt auch dann wieder so in die Reihe zu bringen, dass wir sagen können, ein ausgeglichener Haushalt und Schuldentilgung für die zukünftigen Generationen. Und was für die Landesebene gilt, gilt auch für die kommunale Ebene. Auch dort muss unser Bestreben sein, die Kommunen in dieser Art und Weise zu unterstützen, dass sie den erfolgreichen Weg der letzten Jahre der Entschuldung auch wieder zukünftig gehen können. Das erfordert von uns gemeinsam, kommunale Seite und auch die Landesseite, großartige Anstrengungen. Das will ich an dieser Stelle nicht verhehlen. Aber es ist wichtig, dass wir gemeinsam das Bestreben haben, auch den Kommunen die Unterstützung zu geben, mit den Programmen, die wir in der Vergangenheit hatten, auch zukünftig an dieser Stelle zu helfen, damit sie die Möglichkeit haben, ausgeglichene Haushalte zu erreichen und verantwortungsvoll und auch generationengerecht zu agieren. Aus meiner Sicht ist das Sondervermögen die inhaltliche Antwort auf die Bewältigung der Krise. Wirtschaft und Kommunen sollen dadurch die planerische Sicherheit erhalten. Die Vorteile des Sondervermögens, man muss sie an dieser Stelle noch einmal betonen, einige Redner stellen es ja in Abrede, ich werde zu den einzelnen vorgetragenen Argumenten dann noch Ausführungen machen, aber möchte erst einmal klar und deutlich den Punkt setzen. Alle Aufwendungen und Lasten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden insgesamt gesondert ausgewiesen und sind deshalb transparent, klar und auch planbar dargestellt. Den überjährigen Anforderungen der Pandemiebewältigung kann flexibel Rechnung getragen werden, und dies ist ein wichtiger Punkt. Die Maßnahmen zur Gegensteuerung in diesem Zeitraum, wir reden ja über 21, 22, 23, das sind die Jahre, die wir pandemiebedingt dort über das Sondervermögen auch dann gemeinsam darstellen wollen. Das sind die Jahre, die mit hineinkommen sollen und die für uns wichtig sind für das Land Hessen, dass wir gemeinsam dort die Lasten tragen und die Impulse setzen für die Zukunft. Das ist wichtig, dass wir in diesem Sondervermögen dies transparent darstellen, weil dies schafft ein Höchstmaß an Verlässlichkeit und Vertrauen. Und dies ist ein hohes Gut, und dies sollten wir auch gemeinsam den Bürgerinnen und Bürgern an die Hand geben und sollten auch darum werben und dies auch so erklären und erläutern. Letztendlich, was vorhin auch angesprochen worden ist, das Thema der parlamentarischen Kontrolle. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen Sie doch Vorschläge, wie Sie sich die parlamentarische Kontrolle vorstellen. Es wurde ja vorhin vorgetragen. Und dann stellen Sie es doch einfach mal nebeneinander. Wir haben den Beschluss über einen normalen Haushalt, Herr Vizepräsident. Wir beschließen einen normalen Haushalt mit einem Beschluss hier im Landtag. Sind Sie danach noch beteiligt an den einzelnen Haushaltspositionen? Anscheinend nicht. Wir beschließen hier im Landtag ein Sondervermögen, wo wir klar definieren, für welche Bereiche die Dinge ausgegeben werden sollen. Und wir bieten an, im Haushaltsausschuss bei Verfügung über 10 Millionen, das heißt, die Kreditermächtigung wird aufgenommen, aus dem Sondervermögen in den Haushalt umgebucht. Lieber Jörg Uwe, du kannst ja gerne nach hier vorne kommen, kannst eine andere Vorstellung sagen. Deine Kollegin, die Marion, hat das gerade vorgetragen an dieser Stelle. Ich erläutere es nur noch einmal deutlich.
Das Sondervermögen ist eindeutig mehr parlamentarische Beteiligung als ein normaler Haushalt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dies muss man hier festhalten und klar und deutlich auch benennen. Ich bin offen dafür, wenn Sie mir erklären, wie Sie noch mehr Beteiligung haben wollen oder wie Sie dies an dieser Stelle sehen. Es ist ein Punkt, der ist verhandelbar. Wir können uns gerne darüber austauschen. Wenn Sie ein anderes Verfahren wollen, dann bitte sagen Sie uns das, und dann können wir gemeinsam darüber reden im Rahmen der parlamentarischen Debatte der zweiten und der dritten Lesung. Insgesamt, Sie wissen, das Sondervermögen hat 12 Milliarden Kreditermächtigung. Dieses Kreditermächtigungsvermögen atmet nach unten, weil wir nämlich klar erklärt haben, dort ist eine Position drin mit 5 Milliarden für voraussichtliche Steuerausfälle. Wenn es weniger ist, freuen wir uns gemeinsam. Dann müssen wir weniger Kreditermächtigung in Anspruch nehmen. Wenn es bedauerlicherweise so sein sollte, dass dies komplett in Anspruch genommen werden soll, dann haben wir die Möglichkeit. Dann sind wir aber auch damit ausgestattet an dieser Stelle, dass wir gemeinsam die wichtigen Maßnahmen ergreifen können für die Menschen in Hessen. Denn es ist notwendig, dass wir jederzeit in der Lage sind, dass wir liquide sind und dass wir jederzeit die erforderlichen Maßnahmen ergreifen können, sei es die Kofinanzierung von Bundesprogrammen, sei es die Abfinanzierung von wichtigen Dingen wie Schutzausrüstung und anderen Punkten. Sie kennen diese Punkte. Und lassen Sie mich das an dieser Stelle erwähnen. Ich glaube, es hilft uns gemeinsam relativ wenig, wenn wir in Abrede stellen, das, was hier aufgeführt ist, dass dies nicht notwendig ist. Oder sind Sie der Meinung, dass die Leistung nach dem Infektionsschutzgesetz insgesamt 630 Millionen Euro nicht notwendig sind? Sind Sie dieser Meinung? Oder sind Sie der Meinung, dass die Kofinanzierung der Bundesprogramme nicht notwendig ist? Sind Sie dieser Meinung? Nein. Sind Sie der Meinung, für Gesundheitsschutz, soziale und kulturelle Infrastruktur 961 Millionen, fast eine Milliarde für unsere Bürgerinnen und Bürger aufzuwenden? Sind Sie dieser Meinung, dass wir dies nicht tun sollten? Aha. Sind Sie der Meinung, dass wir die staatliche Infrastruktur und Defizitausgleich im Landeshaushalt für die verschiedenen Dividendenausfälle und verschiedene andere Bereiche der staatlichen Infrastruktur nicht finanzieren sollen, fast eine Milliarde? Ich höre, Sie sind anscheinend auch unserer Meinung, dass dies ein wichtiger Punkt ist. Und sind Sie nicht der Meinung, dass wir insgesamt 2,5 Milliarden Euro, eine gigantische Summe, an dieser Stelle vorsehen sollten, um im Zweifelsfall dort eine sachgemäße, wichtige Unterstützung unseren Kommunen geben zu können? Sind Sie nicht dieser Auffassung? So, ich habe keinen Widerspruch gehört. Also sind Sie doch der Meinung, dass wir das Sondervermögen mit 12 Milliarden Euro, diese Kreditermächtigung, unbedingt benötigen? Ich habe an keiner Stelle gehört, dass der Vorschlag in einer Einzelposition unsinnig wäre. Also haben wir doch einen Konsens. Das ist ja schön, dass wir dies auch an dieser Stelle gemeinsam feststellen können. Insgesamt, und das ist ja wichtig, auch unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit. Wir haben steigende Tilgungsraten. Das wurde ja vorhin angesprochen. Von 200 Millionen, 300 Millionen, 400 Millionen. Und ich habe ausgeführt, dass wir die Chance und die Möglichkeit haben, dort auch mit Sondertilgungen zu arbeiten. Dies ist wichtig. Das ist gut. Wir haben auch das mit zeitlichen Jahren versehen. Herr Schalauske hat ja mal hochgerechnet an der Stelle bis zum Jahr 2030. Ab 2031 haben wir dann gesetzt 5%, weil es könnte ja sein, dass vorher eine Sondertilgung ist, und dann sind die 5%, verändern dann die Rate an dieser Stelle. Aber insgesamt sind doch ansteigende Tilgungsraten an dieser Stelle auch transparent. Und lieber Marius, du hast es vorhin angeführt, dass dies irgendwo ein Problem ist. Ich glaube, es ist klug, ansteigende Tilgungsraten zu haben, weil es gibt so etwas irgendwo im Hintergrund, Inflation. Raten in der Zukunft entsprechen nicht diesem Betrag, weil wenn man sie aus heutiger Sicht sieht, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, müsste ich sie abzinsen und könnte sie heute real bewerten, dann käme ein geringer Betrag hinaus. Das heißt also auch in der Zukunft die Inflation, wenn da jetzt 400 Millionen stehen, sind doch dann nicht mehr real 400 Millionen, sondern weniger.
Deshalb ist es doch an dieser Stelle eine generationengerechte Finanzierung, die wir Ihnen hier vorschlagen und die wir an dieser Stelle auch hier mit einführen. Ich glaube, dies ist ein wichtiger Punkt, und Sie können sich auch gerne dazu äußern, falls Sie anderer Meinung sind. Ein spannender Punkt ist natürlich auch, weil es angesprochen worden ist, warum machen wir das jetzt? Warum machen wir das jetzt? Warum schlagen wir Ihnen jetzt vor, ein Sondervermögen zu bilden, neben dem Nachtragshaushalt und den anderen Entlastungen, die wir für die kommunale Seite vorsehen? Ich will diese nicht alle wiederholen, sondern sie sind hier eingeführt worden. Der Finanzminister hat es vorhin in seiner Einbringungsrede sehr gut erläutert, welche Erleichterungen und Liquiditätshilfen wir den Kommunen an dieser Stelle schon gegeben haben. Dies ist sehr beachtlich. Und wir haben diese Liquiditätshilfen für die Kommunen relativ schnell in Gang gesetzt, obwohl die Kommunen zu Jahresbeginn eine Liquidität hatten noch von 3 Milliarden Euro. 3 Milliarden Euro. Und wir haben trotzdem aufgrund der Pandemie eine Unterstützung gegeben und relativ schnell gehandelt und dort Entlastung noch einmal gegeben und zusätzliche Liquidität den Kommunen gegeben. Ich glaube, dies war vollkommen richtig, dies war sehr verantwortungsvoll, und dies zeigt auch, das Land ist der Partner der Kommunen. Das lassen wir uns nicht nehmen. Wir setzen uns für unsere Kommunen ein, und wir pflegen diese Partnerschaft. Herr Kollege Weiß, lieber Marius, du hast so ein bisschen vorhin versucht, ein paar Kritikpunkte zu bringen. Das ist ja legitim, aber ansonsten war deine Rede sehr friedlich und sehr verbindlich. Dafür danke ich dir an dieser Stelle schon einmal. Du hast ein bisschen angeführt das Thema parlamentarische Kontrolle, da habe ich etwas dazu gesagt. Ich würde aber empfehlen, dass wir so Schlagworte wie Kriegskasse und Schattenhaushalt bleiben lassen. Ich glaube, in unserer gemeinsamen Verantwortung, ob Regierung oder Opposition, sollten wir die Bürgerinnen und Bürger nicht verunsichern, sondern wir sollten aufklärerisch wirken. Wir sollten die Dinge darstellen, wie sie sind. Es ist weder eine Kriegskasse, noch ist es ein Schattenhaushalt, sondern es ist ein klares, transparentes Sondervermögen mit klaren Aufgaben, was wir dort vorhaben, was wir Ihnen vorschlagen und wo wir Sie um Unterstützung an dieser Stelle bitten. Die Stellungnahme des Landesrechnungshofes habe ich gelesen. Der hat das ausgeführt, der hat es begründet und hat hingewiesen auf den Punkt der Sondertilgung. Das ist vollkommen in Ordnung. Da sind wir vollkommen mit uns im Reinen. Aber weil du das erwähnst, will ich erwähnen ganz kurz den DGB. Weil der DGB hat ja hochinteressant sich geäußert und formuliert, und ich begrüße das, wie er sich geäußert hat. Es ist ja, der DGB ist ja nicht unbedingt jetzt verdächtig an dieser Stelle, als wäre er ein Unterstützer der CDU oder der schwarz-grünen Regierung an dieser Stelle. Aber er hat klar formuliert. Er hat klar formuliert, es ist vollkommen richtig, die Einrichtung eines Sondervermögens. Es ist vollkommen richtig, dass wir zur Beschäftigungssicherung konjunkturbedingte Investitionsprogramme machen. Es ist wichtig, dass in die Infrastruktur investiert wird, dass sozialökologische Modernisierung vorangetrieben wird, dass im Bereich der Bildung etwas getan wird für die Krankenhäuser, Wohnraum, Verkehrswende, Digitalisierung. Dies hat alles der DGB vorgetragen. Wir danken ihm dafür, für seine klare Positionierung und für die Unterstützung unseres Vorhabens eines Sondervermögens. Ja, Herr Schalauske, ich verstehe das ja an der Stelle. Manchmal ist es ja auch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, es ist so, dass der DGB die Vorschläge aufgegriffen hat, die wir vorgetragen haben. Und wie gesagt, diese sind sehr gut. Herr Kollege Weiß, lieber Marius, du hast es ja vorhin angedeutet, die Gesprächsbereitschaft steht weiterhin zur Verfügung. Dafür sind wir sehr dankbar von der Koalition. Wir sind auch jederzeit gesprächsbereit über die Themen, auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger für Hessen, sodass wir gemeinsam, wenn es uns gelingen sollte, einen Weg finden, um diese Dinge auch darzustellen und die wichtigen Entscheidungen zu bringen. Wir haben dann das Thema des Kontoauszuges von Seiten der FDP. Liebe Marion, ich kann es fast nicht mehr hören, aber es macht ja nichts. Der pädagogische Zweck ist ja in der Wiederholung. Deshalb wiederhole ich das, die Antworten, die du schon mehrmals bekommen hast.
Entweder auf E-Mail wurde ja erläutert, warum auf dem Kontoauszug bisher nur 1.180.000.000 steht und nicht 2 Milliarden. Das ist vollkommen klar, weil das Finanzministerium nämlich erklärt hat, dass sie buchhalterisch nur diese Dinge auf den in Anführungsstrichen Kontoauszug schreiben können, die auch verbucht und ausgegeben worden sind. Die anderen Punkte, die dazu gehören, zu den 2 Milliarden, die sind eingeplant, die sind zugesagt und die werden verausgabt. Die 2 Milliarden aus dem ersten Nachtragshaushalt sind sinnvoll schon ausgegeben worden. Und deshalb hilft es nicht, zu sagen, auf dem Kontoauszug steht nur 1.180.000.000. Was ist denn mit dem Rest? Also die restlichen 920 Millionen, wir haben es ja vorhin auch noch einmal zugeschickt bekommen, sind für Verkehrsverbünde 250 Millionen, Verdienstausfallentschädigung weitere 430 Millionen. Deshalb sehen wir im gesamten Sondervermögen 630 Millionen Euro vor dort. Da ist der Pflegebonus, der von 1.000 Euro des Bundes von uns aufgestockt wird mit weiteren 500 Euro. Das sind 40 Millionen. Dann ist das Programm Hessen kulturell neu eröffnen. Das ist ein sehr erfolgreiches Programm unserer Ministerin Angela Dorn. Dort mit 52,5 Millionen, das läuft schon. Wir haben die Dividendenausfälle und wie gesagt, das gibt insgesamt, wenn man einen Strich drunter macht, den Kontoauszug mit 2 Milliarden. Also das Geld ist geplant, das Geld ist dann auch verausgabt in wenigen Wochen. Aber im Grunde genommen wissen wir doch, für was es verwendet wird. Und dann sollten wir es, glaube ich, uns gegenseitig nicht zumuten, immer wieder darüber zu reden. Na, man wüsste ja nicht, was da draufsteht und sonst irgendwas. Ich glaube, es ist für jeden klar und deutlich und wir wissen, um was es dort geht. Das Sondervermögen ist, und ich wiederhole es, transparent, klar, planbar und wir müssen jetzt unsere Impulse setzen. Jetzt müssen die Impulse gesetzt werden, damit die Wirtschaft auch wieder eine Chance hat und nicht in 3, 4 oder 5 Monaten. Da beschäftigen wir uns mit dem Haushalt für 2021 und mit anderen Dingen. Aber wir müssen jetzt an dieser Stelle müssen wir gemeinsam arbeiten, dies in die Wege zu leiten. Und vielleicht noch da an einer Stelle, du hattest es gesagt, Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich will an dieser Stelle nur sagen, Sankt-Nimmerleins-Tag, Blankoscheck und alles Mögliche. Also Punkt 1, der erste Nachtrag gehört ja sachlogisch in das Sondervermögen hinein. Weil das Argument ist ja alles, was Corona-bedingt ist. Und die ersten 2 Milliarden sind definitiv Corona-bedingt. Also da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Kontoauszug hin oder her. Also wie gesagt, dass es ein Sondervermögen kommt, ist richtig. Und jetzt der Punkt dazu, über die 30 Jahre hast du ja argumentiert, das wäre irgendwie zu lang. Ich möchte nur daran erinnern, in Nordrhein-Westfalen, dort ist ein Sondervermögen gegründet, eine Tilgung mit 50 Jahren vorgesehen. Und jetzt, oh Wunder, wer hat zugestimmt? Alle Fraktionen, auch die FDP. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, dies ist eindeutig. Und dann sollten wir uns das an dieser Stelle nicht mehr als Argumente vorhalten. Ich glaube, es ist falsch, wenn wir weiterhin jetzt zuwarten mit dem Sondervermögen. Damit würden wir falsche Signale setzen. Wir müssen jetzt die Impulse setzen. Wir müssen jetzt die Handlungsfähigkeit beweisen. Und wir müssen jetzt den Menschen auch in Hessen die Möglichkeit geben, dass sie Hoffnung haben, dass sie geholfen bekommen in diesen Punkten, die uns gemeinsam wichtig sind, und dass wir dort auch die Wirtschaftsleistung wieder richtig ankurbeln können. Und deshalb freue ich mich auch auf weitere Gespräche, wenn wir uns über diese Punkte austauschen, weil es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir dort gemeinsam suchen, ob wir einen Konsens finden können und dies gemeinsam tragen können. Ich glaube, ich habe sehr wichtige Argumente jetzt vorgetragen, die für dieses Sondervermögen sprechen. Und ich werbe darum, genauso wie mein Kollege Frank Kaufmann, dass die Opposition sich überlegt, ob sie nicht diesen Weg mitgehen kann. Wenn wir den Weg gemeinsam gehen können, dann können wir gemeinsam was für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen tun. Und dafür werbe ich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich will zum Ende der Debatte noch einfach noch einmal die Sache zusammenbinden. Ich glaube, wir stehen vor einer historischen Entscheidung in einer historischen Situation. Aber diese Entscheidung müssen wir treffen.
und wenn möglich, müssen wir sie gemeinsam in dem größtmöglichen Konsens treffen, in der Verantwortung für die Menschen in Hessen, für die Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist es wichtig, und deshalb werbe ich um Ihre Unterstützung für ein Sondervermögen, das transparent, klar und ein planbares Verfahren vorsieht. Dies ist verantwortungsvoll und generationengerecht. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen. Ja, vielen Dank, lieber Kollege Michael Reul. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Ich gehe davon aus, dass wir die Tagesordnungspunkte 6, 2, 1 und 3 in den Haushaltsausschuss überweisen. So machen wir das. Dann können wir jetzt aufrufen. Nein, ich habe noch etwas vorher. Ich rufe gleich auf den Tagesordnungspunkt 4. Aber wir haben Folgendes eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Schule und Corona, verlässlich kommunizieren, Schulen unterstützen, Drucksache 20-2985. Ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird das Top 7 und kann mit dem Top 5 zu dem Thema aufgerufen werden. Und es ist an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Die Linke, chancengleicher Start ins neue Schuljahr mit klarer Perspektive und höchstmöglicher Verbindlichkeit für Schulen und Familien, Drucksache 20-2989. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird das der Top 8 und kann ebenfalls mit Top 5, wenn dem nicht widersprochen wird, zu dem gleichen Thema aufgerufen werden. So machen wir es. Alles in Ordnung.